Es kursiert zurzeit im englischen Star Wars Raum ein Video, das sich mit der Fragestellung beschäftigt, warum Count Dooku eine so erschrockene Miene zog, als seine Hände von Anakin Skywalker amputiert wurden. Und um ganz ehrlich zu sein, diese Frage scheint doch auf dem ersten Blick obsolet. Jeder würde so erschrocken reagieren, vielleicht sogar aufschreien. Aber was viele nicht wissen, scheint die tiefgründigere Antwort auf diese Fragestellung zu sein. Denn Count Dookus Reaktion hat tatsächlich weniger mit dem Verlust als mit der Bedeutung dahinter zu tun. Mit der Symbolik. Damit, wie der Count zu Anakin stand und wie er Amputationen und Kybernetik betrachtete. Steigen wir also in das Thema ein und behandeln dazu noch eine weitere, unbeachtete Tatsache, die nur wahre Star Wars Fans und Kenner wissen. Habt ihr die 212. bis jetzt noch nicht abonniert, holt das gerne nach und werdet Teil des Klonbataillons, um der Republik zu dienen, euer Wissen um Star Wars zu erweitern und Tom und meine Karriere mit großem Interesse zu verfolgen, so wie Palpatine es tut. Vielen Dank, Freunde, und jetzt viel Spaß mit dem Video. Count Dooku ist einer der spannendsten Star Wars Charaktere überhaupt. Mit Tales of the Jedi, den Geschichten um die Jedi, haben wir euch seine Geschichte in Form unserer Videos erklärt und näher gebracht. Wir haben mit The Bad Batch weiter aufgeschlüsselt, wie verdorben Dooku letzten Endes war. All seine politischen Bestreben, sein Widerstand innerhalb des Jedi-Ordens, seine Trauer um Qui-Gon waren am Ende fast schon umsonst. Er selbst war es, der seine Heimat Serenno während der Klonkriege ausbeutete. Er hinterging sich selbst und seine idealistische Denkweise, als er Palpatine die Treue schwor. Und Anakin Skywalker, ja, diesen Jungen konnte er wirklich nicht leiden. Obi-Wan jedoch, den hat er schon immer gemocht. Der Schüler Qui-Gons, von dem sein verstorbener Freund so viel hielt. Er strebte an, ihn zu rekrutieren, nachdem die Chance um Qui-Gon vergebens war. Jeder von uns konnte seinen Verlust nachvollziehen. War Qui-Gon derjenige, der ihn und seine Denkweise noch am ehesten respektierte und verstand. Mit seinem Tod war nur noch Obi-Wan übrig und wir sahen, wie er in Episode 2 auf hinterlistige Art und Weise versuchte, ihn auf seine Seite zu ziehen. Anakin jedoch war anders. Er sollte der Auserwählte sein, war letztlich im Palpatines Plan ein wichtiger Bestandteil. Und als er im ersten Zweikampf seinen Arm durch Dooku verlor, verlor Dooku einen großen Teil seines Respektes für ihn. Nicht, dass er sonderlich viel von ihm hielt, Count Dooku hatte aber Prinzipien. Als Mann der Selbstüberzeugung, jemand, der die Wege der Macht mit Leidenschaft studierte, war Anakins neuer Arm, den er nicht lange Zeit später beim Kampf auf Tatooine sah, eine Schande. Er hatte eine ähnliche Denkweise zum Jedi-Orden, was das anbelangte. Wir besprachen vor einigen Jahren die Thematik, warum der Jedi-Orden Anakins Arm als einen Schritt in die falsche Richtung betrachtete. Es distanzierte Anakin von der Macht, es distanzierte ihn von seinem Potenzial und war fast schon eine Schande. Es stand im Gegensatz zu dem, was der Auserwählte verkörperte. Auch wenn der junge Skywalker nichts dafür konnte, wurde er für diesen kybernetischen Arm diskreditiert. Count Dooku verabscheute das und ging sogar so weit, es vor Palpatine aufzuführen, als Argument, das gegen Skywalker sprach. Count Dooku war ebenfalls so sehr in dieser Denkweise festgefahren, dass er beim Verlust eines Armes seine gesamte Konzentration darauf gelegt hätte, den anderen gesunden Arm als neue Schlaghand zu nutzen. Diese Denkweise und Abneigung sehen wir auch im Zusammenhang mit General Grievous. Ein leidiges Thema für Dooku und ein Mittel zum Zweck. Grievous war nie machtsensitiv und im Kanon, so passt das sogar am besten mit dieser Sichtweise überein, wollte Grievous mit Hilfe seines neuen Körpers mächtiger werden. Doch vergebens. Er scheiterte daran, jemals auch nur in die Nähe von Count Dookus tatsächlicher Macht zu gelangen. Wir verstehen also, Anakins Arm war eine Art Unreinheit zur Macht und weiter noch sah sich Dooku als einen der besten, wenn nicht sogar als besten Duellanten der Galaxis an. Wir wissen, wie er Anakin in Clone Wars immer wieder verhöhnte, sich über ihn lustig machte. Und als Anakin in Episode 3 den Count bezwang, war es in erster Linie der pure Horror, den Dooku in diesem Moment widerfuhr. Er hätte nicht von Anakin besiegt werden dürfen und viel schlimmer noch, war er jetzt selbst so dermaßen geschunden, dass sein Gesichtsausdruck den Horror widerspiegelte, den er jetzt erlebte. Count Dooku wurde sich in diesem Moment bewusst, dass er nie mehr der Mann sein konnte, der er vorher war.
Und wie wir wissen, ging er bis zuletzt davon aus, dass Palpatine ihn verschonte. Die Amputation ist somit der finale Schlag Anakins und der Beweis dafür, dass er der bessere und mächtigere von beiden Kontrahenten ist. Weiter schaffte er es trotz seiner verlorenen Hand und demütigte Dooku bis ins Mark. Wäre er am Leben gewesen, hätte sich Count Dooku sicherlich selbst nicht mehr im Spiegel anschauen können. So eitel war er, so selbstüberzeugt und jetzt komplett gebrochen. Sein Tod war dahingehend eine Art Erlösung von diesem Schicksal. Darüber können wir uns sicher sein. Weiter noch, und das ist vermutlich der spannende Outlaw-Grund, war Sir Christopher Lee ein begnadeter Schauspieler wie kein zweiter. Er wusste genau, was richtig und was falsch war, wenn es um die Schauspielkunst ging. Ein berühmter Moment von Lee wird wohl gewesen sein, wie er beim Dreh von Der Herr der Ringe die zwei Türme ablehnte, laut aufzuschreien, wenn sein Charakter von hinten erstochen wird. Denn durch seine Erfahrung beim britischen Geheimdienst wusste er, dass niemand bei so einer Situation laut aufschreien würde. Das teilte er in einer Behind-the-Scenes-Aufnahme uns Zuschauern mit. Es ist eher ein erstickendes Ausatmen, beschreibt er die Reaktion darauf. Und wir beide sind uns sicher, dass er eine ähnliche Antwort auf die Amputation von zwei Händen hatte. Sein erschrockener Ausdruck ist also die Antwort der schieren Perfektion seiner Darstellung des Charakters und passender als ein lauter Schrei. Unfassbar interessant, wie wir finden. Wir werden Sir Christopher Lee niemals vergessen. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, Freunde. Supporten nicht vergessen und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf euch. Eure 212.